Wer weiß, für was das gut ist. Können wir vielleicht doch noch ein paar Werkzeuge bauen? Alter, unsere Base ist hin. Oh. Die Schweine. Die oh, hier fährt auch. Alter. Was machen die denn? Ja, vielleicht müssen wir halt auf Stein aufwerfen oder so. Hallo und willkommen zurück bei Farlands. Wir sind an unserer schönen Stelle, die wir uns ausgesucht haben, hatten aber in der Nacht schon wieder Besuch. Erstmal kam ein Zombie nach dem nächsten. Egal wo wir hingegangen sind, kam ein Zombie. Und dann haben wir wieder so einen gelben Typen mit einer Waffe gehabt. Der ist über das Wasser zu uns geschwommen. Wir sind aber ganz leise weggeschlichen. Und ja, wir sind dabei, Holz zu sammeln und wollen jetzt hier unsere Base errichten mit euch zusammen. Hier? Na, hier nicht, da wo wir wahrnehmt. Irgendwo, wo es schön ist. Hier? Wo war denn das? Da drüben. Geradezu, oder? Ja, aber da ist der Gelbe da oben. Irgendwo, wenn er noch da ist. Ja, ich weiß nicht, ob man um sich rum so einen Umkreis schafft, wenn man so eine Fahne hinstellt. Man kann ja so ein Fähnchen stellen. Mhm. Also, dass man so einen Waypoint hat nach Hause. Und irgendwie... Die spawnen die umgefällten Bäume hier bei uns gerade nicht. Die liegen immer noch alle rum. Ja, aber vielleicht ist das so. Ja, kann sein, ja. Aber das muss ja irgendwann mal weggehen. Das sieht ein bisschen wüst aus hier gerade. Hier im Wasser ist eine Ziege. Machen wir uns mal Fleisch. Oh, mein Stock ist kaputt. Kann sie nur boxen. Oh nein. Nimm mir mal den Zombie ab, ich hab kein Speer. Nee. Okay, komm mal zu mir, Lino. Komm mal. Okay. Boah, der springt aber, ey. Er zeigt mir. Okay. Muss mir erstmal schnell nochmal ein Speerchen bauen. Machen wir gleich noch ihn. Oh, mein ist auch kaputt. Warte. So. Nee, Kapten. Ah, okay. Immer vorgebaut. Ja, ich hatte jetzt auch zwei. Nutze mal die Ziege, die liegt da am Baum irgendwo. An dem umgekippten hier vorne. Vor mir. Irgendwo an dem vor mir umgekippten Baum. Da muss er irgendwo liegen. Da liegt sie. Siehst du? Ich sehe nichts. Hier liegt eine Ziege. Bei mir nicht. Bei mir liegt hier Holz. Okay. Dann wird sie bei dir vielleicht nicht einzeln. Okay, dann gucken wir mal, ob der Gelbe weg ist. Das sieht nicht so aus, als wenn hier noch einer rumläuft. Müssen wir ja wahrscheinlich ein bisschen höher bauen, wa? Weil die Blätter gucken doch bestimmt durch. Durch die Foundations, oder? Ja, wahrscheinlich. Ah, die gucken durch. Aber hier kann man nicht bauen. Nee. Wahrscheinlich zu uneben, wa? Oder weil es am Wasser ist? Guck mal, müsste so. Doch, hier kann man bauen. Okay, jetzt müssen wir gucken. Das war hier so ein 3x3 Hinkel. Irgendwas hat geplanscht. Hörst du das auch? Ja. Okay. Ja, wir lassen erstmal 2x2, oder? Wettern können wir immer noch. Vielleicht bin ich zu tief. Wollen wir zwei Eingänge machen? Nee, erstmal nur ihn, wa? Eingang zum Wasser, oder? Ja. Und keine Fenster. So gut wie keine. Nur vorne eins vielleicht, wa? Na, da reicht ja auch die Tür erstmal, oder? Ja, die Tür. Müssen wir mal gucken, wie wir die Tür bauen können. Okay, dann machen wir hier hinten alle zu. Ich mach die Rückwand. Okay. Ja. Aber das Bausystem ist wirklich easy peasy. Schön. Ja, wenn du nicht so einen Stress hast, dir erstmal eine Butze zu machen, dann ist aber alles schön. What? Ist niedlich. Ja, was ist denn jetzt das Lager von hier gewesen? Hier, dann machen wir uns mal so einen Waypoint. Den stelle ich mal her.
Ein Campfire stelle ich auch her. Und du stellst wieder die Werkbank her. Ich mach die Werkbank. Crafting Bench, da ist er. Also Rinn kommen die ja nicht über die Treppe, wa? Sonst wäre der Gelbe ja vorhin Rinn gelatscht. Ich dachte, du baust auch eine Türwand. Nee, du hast gesagt, du baust. Jetzt geht er doch mit dem Drehen. Das ging nämlich vorhin nicht. Okay. Warte mal, wie weit kann ich denn die rauszerren? Oh ja. So, jetzt wollte ich nochmal gucken. Guck mal, ob man da drin eine Tür bauen kann. Das wär wichtig. Aber eine Tür an der Werkbank ist weg. Glastür. Und Tür, ja. Soll ich eine Holztür oder eine Glastür bauen? Nee, eine Holztür. Glas. Da kann ja auch kein Glas bauen. Mm-mm. Dann haben wir schon eine Tür. Wir können auch schlafen, wir können ein Bett bauen. Echt? Ja. Können wir ein Bett? Ja, also ich kann noch nicht, weil ich habe keine Clothes. Die kannst du vielleicht, kannst ja gucken. Wichtig wäre vielleicht erstmal so Storage oder so. Ich könnte eine kleine oder eine große Kiste. Wir bauen gleich eine große Kiste, wa? Okay. Also groß, müssen wir mal gucken, was groß ist. Keine Ahnung. Die Tür ist ein bisschen anders, holzig. Aber funktioniert. Ja. Okay. Lässt sich aufmachen und zumachen. Okay, also hier sind wir schon mal, also nicht safe, aber das wird natürlich lustig. Ich habe gerade gesehen, man kann ja Spikes bauen. Das wird lustig, indem ich strip hier draußen ein paar Spikes zu bauen und die dann noch zu sehen. Ich höre draußen immer zu Geräusche, das macht mir. So, ich gucke mal, wie dieses Storage-Ding aussieht. Ach, du hast auch schon eins gebaut. Mhm, sehr groß, aber das ist hässlich an der Stelle. Das ragt zu weit raus. Das, glaube ich, will ich woanders hinstellen. Hier in die Ecke, wo das Lagerfeuer ist. Eigentlich. Aber sehr, jetzt steht da. Kann man die endlich? Ja, pick up. Ich kann noch wieder aufpicken. Aufpicken? Schränke brauchen wir so und so. Warte mal, ich probiere das mal mit dem F. Interact. Ah ja, okay. Geht. Ey. Gehen wir da aus dem Weg kurz. Stell doch rechts daneben. Ein Millimeter zu weit vorne. Egal, lass es so jetzt sein. Kannst doch beschriften. Hast du gesehen? Mhm. Oh, du Schwein. Okay, alles klar. Kiste. Eins. Keine Ahnung, was wir hier hinschmeißen. Irgendwas. Leder. Hanf. 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 Stone. Das Zeug zum Kochen. Alkohol. Naja, also große Kiste ist auch. Ja, so groß finde ich die jetzt nicht. Ein Glück haben wir nicht die Kleine gebaut. Nee, stimmt. Aber sieht ein bisschen Dings aus. Ja, also eher wie so ein Schrank. Naja, so das ist ja auch ein Schrank. Ja. So ein Wassersammler? Ja, ja, Tarp. Ach, Tarp. Essen erstmal? Ich hab nichts mehr. Split. Köstlichen. Fuel. Ich hab noch zwei Fläche. Wir haben doch einen Ziege geschlachtet. Ach, stimmt. Stimmt. Das habe ich reingepackt zum Brutzeln. Kannst du ja rausnehmen. Das gefällt mir ganz gut hier. So, man kann doch auch. Ich habe irgendwas gesehen. Das brauche ich auch nochmal. Du bist sehr grobmotorisch in deinen Bewegungen. Ja, ja.
Aber schön, dass man so zusammenbauen kann. So, ich habe ein Fleisch gegessen, jetzt bin ich satt. Okay. Pits. Oh, das ist schön. Schön. Aus, ja. Aus aus. Spielereien. Ja. Habe ich gerade gefunden. Ich kann auch ein Fleisch essen. Ja. Okay, das Holz verbraucht sich nicht. Jetzt müssen wir einen Tab. Dann gehen wir zurück zum Anfang. Da war nämlich ein Camp. Ah, du guckst gerade durch, was? Ja. Ich stelle mir gerade ganz viele Sachen her. Oh. Könnte mir. Ah, kann mir nicht viel. Ich hab mir noch so eine Stone-Dings-Axt. Guck mal, wir haben Mülleimer. Aber wofür? Weil wir haben. Weil wir können. Nein, da kannst du Kram. Scheiße. Ey, wir brauchen einen Bogen. Mach mal Licht an hier. Wo machen wir den hier drin? Weapons. Wo? Oh, Rob. Mein Rob ist da drin. Rob. Rob. Ja, ich spreche das aber extra mal, jetzt. Hier. Warum hast denn du was? Ich will auch. Also. Du hast gerade gesagt, ich stelle mir ganz viele schöne Sachen her. Ich stelle mir auch Sachen her. Aber wo sind die? Aber da brauchst du mehr für. Da müssen wir mehr Schlachten für. Brauchen wir 3 Leder. Haben wir noch Leder? Nee. Nee. Haben wir nicht. Wir haben nur ein Leder. Ih, das sieht ja eklig aus wie eine Schlangenhaut. Egal. Wir können uns Brot machen. Ich bin nackt. Wir müssen noch so eine Fackel bauen. Wir brauchen 2. Oh. Hast du noch so ein Close-Ding da? Nee. Wo kriegen wir das her? Na, kann man das selber herstellen? Ich dachte, man kann das selber. Doch, da kann man herstellen. Mit Hemp. Hemp? Ich hatte doch Hemp. Da, ich hab Hemp. Da, immer Klos herstellen. Und danach immer noch so eine Standing Torch. Ich weiß nicht, ob die sich verbrauchen. Diese Standing Torch Sachen. Oh, ich muss jetzt was trinken. Muss ich wieder. Dirty Water. Ist schon wieder Abend. Wir haben den ganzen Tag verschludert. Ja, durch das Bauen. Mhm. Oh, ja. So, doch, das sieht es doch schon schön aus. Genau. Und man kann was sehen, ja. Krams, Kiste. Okay, schön. In der Nacht braucht man nicht losrennen. Komm, wir müssen direkt Wasser trinken. Wo ist denn der Gelbe? Der läuft nach rechts. Wir müssen raus und links und dann schlürfen wir einfach mit Modderwasser. Huch. Ganz leise, komm, lass uns schlürfen. Ich hab laut geschlürft. Bin voll. Oh. Hat ganz kurz gezuckt. Mhm, bei mir auch. Ach du Scheiße, wir müssen hier noch Spikes bauen. Ja, das machen wir. Aber erstmal müssen wir am morgigen Tag einen Lootausflug machen, glaube ich. Dass wir erstmal ein bisschen Tarp. Kram kriegen. Ja, nicht nur Tarp, das Trinken haben wir erstmal. Wir brauchen überhaupt Clothes und Rope und alles. Ja. Was kann man denn noch so schönes bauen? Drying Rack, Betten, Anvil, ja, Betten ein Schmelzofen, ein Beet. Beet ist geil. Ein Bogen, Rope. Achso, ich kann nicht. Bogen, ich hab kein Rope mehr. Aber der war bestimmt finden. Dann gibt es hier einen Tisch, einen Stuhl, ein Painting. Also doch ein bisschen Deko-Kram. Schön. Dynamit, Molotow-Cocktail. Krass. Ich schalte mal so ein bisschen durch nach unten. Können wir zu zweit in die Werkbank rennen? Ja, ne? Okay. Elektronik ist hier nichts. Aber hast du gesehen, es gibt Werkbank, Crafting Bench Level 2. Gibt es auch? Ja. Oh. Da braucht man Metallplatten und Titanium-Erze oder Brocken. Krass. Also gibt schon ganz schön was.
Oh, Spikes kann ich schon bauen und ich kann auch schon den Totenkopfschädel-Dings da bauen. Ey, bau mal nichts jetzt hier. Nee, aber kann ich. Ich mach uns noch mal so einen Teig. Dann haben wir was zum Essen in der Tasche. Oh, kann man mehr machen? 5 Stück machen. Na ja, dann mach. Kann man die Nacht switchen, wenn wir im Bett haben? Tja, das weiß ich nicht. Da steht dran, can't sleep. Naja. Aber ich hab keine 5 Klons. Die müssen wir erst noch besorgen. Weil die Nacht ist lang. So, ich packe jetzt mal die 5 Dinger hier rein und back uns mal Brot. Oh, ist aber richtig hell. Das ist schön. Ist auch so ein schönes warmes Licht. Das gefällt mir gut. Und wenn du trinkst und isst und ich glaube in der Nähe vom Lagerfeuer oder war das nur Zufall, dass mein Leben so ein bisschen hochging? Aber doch, es tickt hoch, aber kann auch Zufall sein. Dass das doch, das tickt ein bisschen hoch. Aber kann natürlich abhängig vom Essen und Trinken sein. Da habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet. Jetzt geht so und so hoch, das Leben. Wenn du weg bist. Ja. Ich dachte, das geht anders oder schneller. Das Brot sieht wirklich aus wie Brot. So, na gut, dann machen wir hier einen kleinen Schnitt und überspringen die Nacht, weil es doch sehr dunkel ist und sehen uns dann am hellerlichten Tag wieder und gehen eine kleine Lootrunde drehen. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Wir hatten schon wieder einen nächtlichen Besuch. Die haben uns ja ein bisschen viel kaputt gemacht. Wir haben schon ein bisschen repariert. Hier können wir jetzt auch nochmal reparieren. Zack. Das war teuer, das Reparieren, ey. Ja. So. Ich pack noch ein paar Sachen aus. Vielleicht noch ein Speer, ja. Den mache ich mir jetzt aber doch hier drin. Ich muss mir erstmal Holz besorgen, dass wir dann auf dem Weg wenigstens bisschen Nachschub haben für Speere. So, erstmal müssen wir mal looten gehen. Ja, wir gehen mal zu dem Camp am Anfang. Wir gehen zum Anfang zurück. Hauptsache, jetzt kommt nicht der Gelbe wieder. Ja, dann müssen wir rennen wahrscheinlich. Ein bisschen Holz nehme ich noch mit. Das können wir ja so ohne Aufnahme dann machen. Weil das dauert ja immer. Ich brauche einen Speer. Warum? Muss mir noch einen Speer bauen. Hast du denn immer so wenig Holz? Oh ja, ist auch nicht. Auch hier wäre auch ein schöner Platz gewesen. So ein kleiner, süßer. Weiß ja auch nicht, ob das gut ist. So. Ja, was? Oh, kommt schon her, Kumpel. Hier ist ein Auto, so ein Wrack. Ist das immer noch. Wir brauchen mal einen Bogen, wa? Ja, gerne. Okay. Da willst du das Wrack? Willst du das Auto looten? Nee, da ist doch immer nur die Batterie drin. Hatte ich doch vorhin schon. Ja, da sind bestimmt auch andere Sachen drin. Ja, Kabel, Metallteil und Nägel. Ah, ist doch gut. Ach, ich kein Mensch. Jetzt. Oh, guck mal, das sieht man schön, unser Zuhause. Mit Fähnchen. Ja, schön. Oh, fuck. Lassen die irgendwann ab? Können wir ja mal probieren jetzt, wa? Ja, laufen wir die komplette Energie weg. Ja, die Gegner spawnen schon echt viel und auch in der Nähe von der Base, selbst mit der Fahne noch. Hast du keine, also nicht wirklich Ruhe. Aber hier war doch auch so ein Gebäude. Das war doch, muss doch der Händler gewesen sein. Da ist unsere Base, die alte. Die brauchen wir nicht mehr besuchen. Nee, aber hier war doch so ein Händler-Symbol auf der Map. Okay, ist egal. Ist egal, das ist noch ein Kürbis, wenn du noch was mampfen willst. Wir haben noch ein bisschen Brot gebacken. Ob der Loot schon wieder da ist, wollen wir mal hingucken? Das kann ich mir ja nicht vorstellen. So schnell. Ein bisschen zu schnell, wa? Aber die Kiste ist neu spawned dahinter. Ey, guck mal die Kiste. Oh, Aloe Vera. Doch, doch, ist wieder was da. Ey, cool. Aber die Kiste war ganz schön oft denn, wa? Ich hab Bottle of Water. Oh, schön. Ich hab Cornflakes gefunden. Das ist schön. Herrlich.
Ja, was schön wäre in dem Spiel ist, dass die, wenn die Map noch nicht aufgedeckt wäre, dass man weiß, wo man schon war. Also weißt du, du gehst denn hier jetzt den Weg ab, wenn du jetzt die Map aufmachst, weißt du ja nicht, ob du da schon irgendwann mal lang gegangen ist. Also wenn man das so Nebel des Grauens irgendwie da drüber hätte und das erst freidecken würde, wenn man da mal lang gegangen ist. Das wäre natürlich schön. Aber man muss sich dann langsam anfangen zu orientieren, wa? Ich habe einen Tarp gefunden, wollte ich die ganze Zeit sagen, aber kam nicht zu Wort. Entschuldigung. Aber wir brauchen einen Tarp für so einen Wassersammler, oder? Stand, glaube ich, da, ja. Interessant ist auch, dass die Tiere, dass man die einfach töten kann, dass die einen nicht angreifen, die rennen nur weg. Das wird immer ein bisschen schwierig, dann hinterherzukommen. Aber ja, dann muss ich auch mal so ein Reh machen hier. Nee, das kommt ja immer weg. Auf drei Pieks macht an. Mach ruhig schon, bevor ich drei sage. Oh, er kommt nicht über eine Hucke. Oder wir müssen warten, bis es sich wieder hinstellt. Bleib mal stehen. Ja, guck mal, jetzt läuft er nämlich wieder langsam. Warte, lass ihn laufen. Jetzt wird irgendwann wieder langsam laufen. Hopp, siehst du? Ich hol ein Hühnchen. Dann haben wir ein Ei. Und schon hast du die Taschen wieder voll. Oh, zack, hat sie liegen. Ist so traurig. So, ich bin voll. Ich muss mal was essen. Ich auch. Und ein Brot. Oh, Brot macht aber viel, oder? Soll ich was nehmen? Nee. Okay. Wollte doch. Ach, hier. Oh, man behält die Flasche, wenn man sie leer getrunken hat im Inventar. Das ist cool. Also kannst du die wahrscheinlich. Can be filled from water catchers or lakes or other liquid sources. Das ist schön. Das ist perfekt. Kann man sich dieses Modderwasser darin machen? Aber dann müsste man das ja eigentlich noch abkochen. Aber vielleicht geht das ja. Dass man die Flasche dann ins Lagerfeuer packt oder so. So, Inventar ist voll. Oh, wir können nicht zur Straße, da ist ein gelber. Oh nein. Wir müssen hier irgendwo lang. Querfeld ein. Oh, ist das. Oder ein Koffer. Cornflakes. Schon wieder. Was sind das eigentlich hier? Modder. Sieht aus wie Modder. Was haben wir jetzt? Modder. Ah, herrlich, ey. Sieht aus wie Modder, aber das ist Modder. Okay. Chop 50 Trees. Hatte ich auch schon. Und noch weiter. Oh, hier sind Pilze. Ich guck gerade gesichtet. Aber ich bin eh voll. Gehen wir nach der Kiste. Oh, gehen wir am Strand lang? Da sieht man das vielleicht besser, wa? Nochmal Cornflakes. Gut, an Essen mangelt es jetzt nicht mehr. Nee. Essen ist easy peasy. Aber ich nehme trotzdem hier diese komische Faser mit. Mhm. Also hier Weizen oder was ist? Wheat? Ich hätte da nicht raufgehauen. Das hätte vielleicht immer Boom gemacht oder so. Ich dachte, oh. Oh, unten ist ein Zombie. Unten ein gelber. Oh, nee. Also runter zum Strand des Dorfs. Nee, wollen wir nicht. Wir bleiben hier oben und gehen so an der Waldgrenze hier lang. Wir haben schon den dritten Tag. Schön. Und ich glaube, hier irgendwo wartet Camp, oder? Oh, nee. Das muss noch ein Stück sein, glaube ich, ne? Kann sein, aber der Sound vom Spiel ist auch nicht nervig oder so. Also die Umgebungsgeräusche sind nicht so laut, die Schritte sind auch in Ordnung. Ich hab fast nichts, außer ein bisschen Vogelzwitschern und Füße eben. Ja, und nachts bellt mal ein Hund. Da ist das Camp. Jetzt, ja, aber da war gestern ein gelber. Ach so, ja, stimmt. Und der ist wieder da. Hast du schon einen Bogen? Nee. Hm.
Jetzt kommt Mucke. Tja. Vielleicht können wir drum rumgehen. Wollen wir versuchen? Von hinten ran? Was passiert eigentlich, wenn man stirbt? Verliert man alles? Was passiert? Dann geh mal zum Gelben. Nee, eigentlich wollte ich, dass du mir das sagst. Du das ihn mal herausfindest. Okay, dann mach ich das. Nee. Oder wir sterben beide. Oh! Können wir Agro-Ping-Pong machen? Jetzt hast du einen. Schön. Schön. Ich glaube, der Gelbe, ey. So mit dem Speer. Können wir mal was machen, dass das Inventar sich erweitert, ey? Ja, vielleicht kann man einen Rucksack bauen. Ich habe noch nicht geguckt. Komm, wir gehen hier drum rum. Rechts runter, im Wald. Kann eh nicht mehr looten. Ich bin voll bis zum Anschlag. Ja, aber ich kann noch was looten. Vielleicht kommen wir da ran. Aber da ist noch ein Zombie. Den kriegen wir hin. Wird schon wieder Abend. Die Tage sind echt kurz. Oh nee, warum säuft er denn zweimal das dreckige Wasser? Ich hab da neben Looten. Okay, ich geh vor. Der Gelbe ist der hinterm Busch da? Nee, war das nur eine Blume, oder? Seht nicht. Jetzt kommt jeder eine Kiste, ich nehm die vordere. Ich bin voll. Rope. Und ich kipp's auf. Alkohol. Und nochmal Alkohol. Mehr nicht? Immer nur ein Item drin irgendwie in den Kisten. Ja, will wir hier bleiben über Nacht? Nö, warum? Also wieder nach Hause. Würde ich sagen, wa? Okay. Da Fähnchen sehen wir, also alles. Füll mal Wasser ein hier in deine Flasche. Steht das da? Nee, da geht es nicht. Steht ja auch. Doch, Lakes, aber wie? Rechte Mausklick, Fill nee. Oder so? Oder mm-mm. Einfach nur, wenn er da unten kommt? Kann nur Drop oder Split. Und wenn du drin gehst, auch nicht. Fill Bottle oder so? Vielleicht muss ich es in meine Hand nehmen. Kicken. Nee. Hier, ich geb's dir mal. Komm ich näher ran. Hier ist er doch. Kann sie nicht auswählen. Schmeiß sie mal auf den Rasen und nicht ins Wasser. Wo guckst du denn hin? Die liegt hier. Na, bei mir lag es woanders. Komisch. Oh, da kommt ein Gelber im Wald, da können wir nicht lang gehen. So, ich konnte sie auffüllen, glaube ich. Aber der See wird wahrscheinlich zu flach sein, oder? Der macht ja eine Bewegung, dass er die auffüllt, aber. Echt? Aber geht nicht drin. Pass auf, der Gelbe kommt jetzt. Wir müssen rennen. Okay, dann rennen wir mal nach Hause. Mhm. Berg hoch. Und heute müssen wir in der nächsten Folge mal gucken, dass wir uns jeder einen Bogen bauen und vielleicht schon ein paar Spikes um unsere Base rum. Mhm. Dass wir in der Nacht wenigstens Ruhe haben. So ein bisschen im Abstand, vielleicht so in der Zweierreihe oder so. Kommt drauf an, wie teuer die sind oder was man dafür braucht. Hier ist noch ein Tarp. Ah, okay, können wir also schon zwei, sondern kommt drauf an, wie groß sie sind. Da reicht eh das. Meinst du? Ja. Oh, das ist doch schon ein schönes Stückchen weg gewesen, ne? Und vor allem, die sind ja jetzt ja nicht mehr wichtig. Du kannst ja aus dem See trinken. Das ist ja minimal, was er da rot abnimmt. Also. Oh.
Ja, zwischendurch hat man immer so ein bisschen Klimpermusik oder bedrohliche Musik oder so, aber ich kann es nicht zuordnen. Also, warum das so ist, ob das ist, wenn in einer Nähe ist oder. Ist immer nur ganz kurz. Komisch, wa? Mit Ressourcen sollten wir hier noch haben, eigentlich bei uns. Denke ich auch. Oh. Frage ist nur, wie oft das nachspawnt. Also Bäume habe ich jetzt noch nicht zu nachspawnen sehen. Ne, da stehen die Stumpen noch da, diese Baumstumpfe. Oh, jetzt höre ich auch einen Hund bellen. In der Ferne. Ganz leicht, ja. Ich weiß nicht, ob es hier Hunde gibt. Also bis jetzt habe ich noch keine bösen Tiere gesehen. Nö. Oh, du hast den Tannik Schreck gekriegt, ey. Dass du so an mir vorbei geprescht bist. Modder, ich nehme mal ein bisschen Modder mit. Wer weiß, für was das gut ist. Können wir vielleicht doch noch mal ein paar Werkbänke Alter, bauen? unsere Base ist hin. Oh. Die Schweine. Oh, hier fährt auch. Alter, was machen die denn? Ja, vielleicht müssen wir halt auf Stein aufwerten oder so. Krass. Hier fehlt eine ganze Menge an Ja, und Bänden. die kann auch nicht nachbauen. Krass. Kannst nicht nachbauen? Nö. Nee, Tatsache. Warum ist es rot? Kann ich dir nicht sagen. Holz. Hab ich voll, 100, über 100 Stück. Oh doch, jetzt konnte ich es gerade machen. Da Ah! kommt eben. Der steht einfach hier und zuckt. Oder klopft er irgendwo gegen mich? Aber bei mir ist, Der ich steht kann wohl hier und nicht. zuckt. Oh, jetzt klopft er. Kann das nicht ablegen schon wieder, wa? Mit R. Oh, jetzt. Hat einen Moment gedauert. Warte, ich helfe dir. Aber der schlägt immer zweimal und dann kannst du stechen. Zack. Aber der ist ein bisschen krasser. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Oder wir machen jetzt zur nächsten Folge. Ja, aber warum ist das rot? Das weiß ich auch nicht. Das kriegen wir aber noch raus. Oh, jetzt geht's. Ja, ich muss so ein bisschen höher gucken irgendwie. Aber ich habe nicht genug Holz. Ja, ich habe doch. Ach nee, ich habe ja keine Bäume mehr. Großartig. Aber wir können das aufwerten. Ja, das müssen wir auch, glaube ich, unbedingt dann machen. Machen wir ein bisschen Licht. Der Da stand auch Mülleimer was. ist weg. Von Offerten. Die machen alles kaputt. Wenn man nicht da ist, so ja. Was Gut. braucht das denn? Change Material. Dann machen wir jetzt Schluss. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und dann müssen wir mal gucken, was hier das Problem ist. Da oben hängt noch eine Wand. Ein Türrahmen. Hast du den da hingestellt? Nee. Snappt hier auch nicht mehr. Sehr komisch. Doch, aber ich habe kein Holz mehr. Hier. Die Decke. Wer? Hier braucht man eine ganz komische Kante. Also snappt nur. Schwierig gerade. Snappt nicht so richtig. Oh. Okay. Hast du. Ja. Und die Das war Standfackeln gehen falsch doch rum. kaputt. Ist jetzt egal. Hast du noch Steine? Nee, wa? Doch, zwei. Nee,
Also diese abgebauten Steine? Ja, zwei. Nee, das macht keinen Sinn. Gut, dann müssen wir uns noch mal ein bisschen was besorgen. Das machen wir dann zur nächsten Folge. Und dann machen wir jetzt hier Schluss. Guck mal auf die Wand, Entschuldigung. Und mach mal lange Interact und dann Change Material. Da kannst du ja Stonewall, brauchst du 8 Steine, so eine gesammelten Steine, weißt du? Ich hab aber nur 3. Ja, aber die müssen wir uns besorgen. Okay, das kriegen wir hin. Ja, gut, das machen wir dann beim nächsten Mal und dann sehen wir uns bald wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.